dass ein gutes Netzwerk allein dazu führt, dass ich hier zu Persönlichkeiten komme, die ich überhaupt nicht kenne, aber extrem spannend finde und solche Interviews, solche Gespräche hier entstehen, ist immer wieder ein Thema und ich spreche da gerade mit Leuten, wo ich das Gefühl habe, dass sie auch Network-begeistert sind, dass sie da was zu sagen haben, spreche auch gerne darüber. Und in der heutigen Folge geht es ein weiteres Mal genau darum, nämlich wie du dein Netzwerk erstmal vielleicht aufbaust, wie du es nutzt und ja, wie du beruflich davon profitieren kannst. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von In Up Out, dem Format, bei dem sich alles um Unternehmensberatung dreht. Mein Name ist Moritz Neuhaus und ich spreche heute ein weiteres Mal, wir haben schon eine Folge zusammen gemacht, mit Andreas Wiegel. Hallo und herzlich willkommen. Andreas, wir hatten schon mal eine Folge zusammen, die liegt jetzt wieder wenige Wochen zurück. Definitiv empfehlenswert, da haben wir drüber gesprochen, wie du das Thema Exit, wie du deinen Weg von zwei Managementberatungen hin zu einem Automobilzulieferer gefunden hast, was da deine Hürden waren, mit Mitarbeitern sich auseinandersetzen zu müssen, die ganz andere Vorstellungen haben, die vielleicht auch teilweise Angst vor einem haben, vor der Art und Weise, wie man als getrimmter Berater reinkommt und aufräumen will. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert für die letzte Folge. Wer die gehört hat, weiß es schon, aber wer jetzt gerade erst dazuschaltet, und es sind auch immer viele, wissen noch nicht, wer du bist. Führ vielleicht mal ganz kurz in zwei, drei Punkten aus, wer du bist, was du machst. Ja, sehr gerne. Erstmal nochmal vielen Dank. Ich sehe das Ganze auch als Novum oder als Chance. Andreas Wiegel, bin aktuell Bereichsleiter Innovation und Transformation beim Automobilzulieferer. Bin da jetzt seit 3 Jahren tätig und komme eben, wie gesagt, aus der Beratung oder aus der Beratungsbranche. Habe 2 Stationen da durchlaufen und das ist jetzt wieder der Handshake zu dir zurück. Eine Station bei einer Beratung, das ist auch die Connection, die wir zusammen haben. Und da würde ich den Ball nochmal kurz zurückspielen. Das heißt, wir haben uns kennengelernt über einen gemeinsamen ehemaligen Kollegen. Bei mir liegt es ein bisschen die Jahre ein bisschen zurück, aber das Netzwerk ist noch da und in meinem Fall kann ich sogar sagen, das ist eine Mischung aus beruflichen und privaten Netzwerk über einen Kontakt, wo eben wir jetzt uns hier in München. Ja, Juniorpartner von auch einer Managementberatung. Grüße gehen raus. Vielleicht mal unabhängig auch von unserem Kontext, ja? Also viele Gespräche, die ich so führen darf, wie gesagt, kommen eigentlich über eine Empfehlung, über ein bestehendes Netzwerk zustande. Aber mich interessiert, gerade weil du viele Stationen auch so schon durchwandert hast, was ist dein Verständnis von einem funktionierenden Netzwerk und B, wie gehst du damit um, wie pflegst du das? Für mich ist das Netzwerk immer schon kein Vertriebsnetzwerk gewesen. Das heißt, ich möchte Dinge verkaufen oder an den Mann bringen. Das habe ich in dem Kontext noch nie nutzen müssen, sondern ich sehe es als Netzwerk. Zum einen, ich kann Expertise vorweisen. Ich kann sagen, ich kenne jemanden bei dem und dem. Ich kenne jemanden, der macht das und das. Ich habe gewisse Leute in der Hand, um eben auch meine Expertise, sage ich mal, zu beweisen und anwenden zu können. Und das ist eher so die Kommunikation nach außen. Und dann ist es, glaube ich, der viel wichtigere Part, wie nutzt man ein Netzwerk für sich selbst? Und das gibt verschiedene Wege. Ich hatte es beim letzten Mal auch angesprochen, sich Meinungen einzuholen, sich Ratschläge, sich Tipps einzuholen. Da muss man nicht irgendwas verkaufen oder ein Projekt akquirieren oder dergleichen, sondern wenn man gewisse Personen schätzt, und das muss immer beidseitig sein, damit das auch das Verhältnis funktioniert, dann kann man sich eben einen Kontext einholen. Und ich habe es gestern Abend wieder beispielsweise genutzt, dass man sich eben Meinungen einhört, Ratschläge, aber auch sich gegenseitig abgleicht. Aha. Und dann funktioniert ein Netzwerk. Und ich glaube, ein Netzwerk ist nur so gut, wie auch die persönliche Chemie, die persönliche Ebene passt. Das heißt, es ist sowohl Mindset, Denkweise, Fachrichtung, aber auch ein bisschen das Thema Menschlichkeit. Und wenn das gut funktioniert, dann harmonisiert das. Ja. Beim letzten Mal das Beispiel, was du gegeben hast, war mehr oder weniger, du
über Exit gesprochen. Du hast ganz simpel, aber für mich trotzdem hilfreich aufgezeigt, dass du mit deinem engsten Umfeld, mit deiner Familie, mit deinen Eltern sprichst. Das ist natürlich auch eine Definition von Netzwerk, aber ich glaube, worüber wir reden oder was ich meine oder was ich unter Netzwerk verstehe, geht auch nochmal darüber hinaus. Deswegen kannst du da nochmal ein konkretes Beispiel nennen, wann du das letzte Mal ein Netzwerk so für dich, für einen Ratschlag, für diese Art der Kompetenz, die du angesprochen hast, zum Beispiel auch genutzt hast. Hm. Wie war da die Ausgangssituation und wie hast du es dann für dich, was hast du rausgezogen? Also für mich ist es das letzte Mal eigentlich gewesen, dass ich gesagt habe, ich habe eine neue Aufgabe, die ich in dem Unternehmen wahrnehmen werde oder antreten muss. Der Switch jetzt zu der jetzigen Position. Genau. Mhm. Und habe dann gesagt, ich möchte mir ein Stück weit eine andere Sichtweise holen, dass ich jetzt mit meiner Entscheidung nicht alleine bin und vielleicht auch ein Stück weit Vertrauen oder auch jetzt Neudeutsch Confidence hole, dass ich sage so, hey, das ist schon richtig, so wie ich es angehe. Und ich habe dann auch ganz offen darüber gesprochen. Ich habe viele ehemalige Beratungen und habe gesagt so, hey, ich habe hier ein Thema. Ich würde gerne mal mich mit euch treffen, telefonieren, Kaffee, Bierchen, wie auch immer. Hab gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt irgendwie der Ansatz, dass ich daraus auch ein Projekt oder einen Auftrag verkaufen möchte, sondern ich möchte eure Meinung. Und da waren welche dabei, die haben gesagt, ja klar, gerne. Und welche, die so, schwierig. Und dann muss man eben auch sagen, ja, es ist eine Stunde oder eine halbe Stunde, 10 Minuten ein Telefonat. Und auch da glaube ich, dass man dann wieder eine Win-Win-Situation hat. Also ich kriege was zurück, der andere weiß aber auch, okay, es gibt gewisse neue Tendenzen in Unternehmen, wie stellen die sich auf, wie gehen die es an. Auch da glaube ich, dass das Wissen dann ein Stück weit geteilt wird. Und also im Sinne von, der Berater oder dein Ex-Berater hat ein bisschen Einblick ins Problem, was vorherrschen kann, und du hast ein bisschen Einblick in die Lösungswelt in dem Sinne. Genau. Mhm. Und letztendlich, sage ich mal, kann man es dann auch beidseitig verkaufen. Also ich kann sagen, ich basiere meine Entscheidung, weil ich mich mit meinem Netzwerk auch ausgetauscht habe und im Endeffekt eine Bestätigung bekommen habe oder vielleicht sogar einen anderen Lösungsweg. Ja. Und die Gegenseite kann auch sagen, ja, ich kenne jemanden, die haben gerade ähnliche Herausforderungen und die lösen es vielleicht so. Und das alles gewährleistet ja trotzdem noch eine gewisse Anonymität, einen gewissen Kundenschutz oder auch Informationsschutz. Aber da können beide Seiten profitieren. Du bist jetzt in einem Unternehmen, in einem Konzern, der weltweit, glaube ich, 60.000 Mitarbeiter beschäftigt, grob. Was hast du da für Vorbilder im Sinne von Networking? Hast du vorgesetzt, wo du sagst, okay, die schöpfen nochmal anders aus ihrem Netzwerk, jetzt nicht für die persönliche Karriereentscheidung, sondern vielleicht auch so ein bisschen sinnbildlich für das, was ein junger Mensch, ein Berater sich unter einem Netzwerk vorstellen kann? Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich glaube, dass wenn man länger in der Beratung war, man schon auch ein sehr gutes Netzwerk persönlich hat. Kannst du das mal erklären, warum das so ist? Weil ich glaube, das Beratungsgeschäft auch durch Netzwerk funktioniert. Ein Berater kann nicht, auch wenn man es tituliert, für alles und jedes Problem die Lösung haben. Das ist sehr unwahrscheinlich, ich will nicht sagen nicht möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Das heißt, wenn ein Berater muss es nicht selber wissen, sondern er muss wissen, wer es weiß. Und auch das ist Vertrauen. Ein Kunde akzeptiert, dass ich sage, ich verstehe das Problem, ich könnte mir vorstellen, wie es aussieht, aber ich würde mich gerne nochmal rückversichern. Da ist meine Erfahrung, das versteht ein Kunde. Ja. Und akzeptiert auch, dass man nicht ad hoc einen Lösungsvorschlag hat. Ganz im Gegenteil, es ist eher negativ, wenn man auf jeden Zuruf sofort was präsentiert, das wirkt dann auch unüberlegt, ne? Genau, das ist ein Stück weit unüberlegt, das wirkt auch ein Stück weit daher
geschwätzt oder einfach mal ja, das ist jetzt ja. So Berater-Bullshit-Bingo. Das heißt, das wirkt unglaubwürdig und daher glaube ich, dass eben die Beratung sehr wohl weiß, wen kann ich kontaktieren, wen hole ich mir ins Boot, brauche ich eine andere Practice, gehe ich, habe ich einen Kontakt und dadurch glaube ich auch, dass das nach wie vor auch jetzt noch funktioniert, auch wenn ich nicht mehr aktives Teil der Beratung bin, sondern Alumni bin. Ich kann noch ein Beispiel nennen. Ich hatte ein Thema in China und natürlich könnte ich mir Bücher durchlesen, natürlich könnte ich mir Sachen vorbereiten. Nichtsdestotrotz habe ich gesagt so, hey, ihr seid doch auch in China. Habt ihr jemanden, mit dem man sich treffen kann? Idealerweise vor Ort. Und das funktioniert und man kann dann wieder beidseitig sagen, ich habe mich rückversichert mit gewissen Unternehmen, auch lokalen Unternehmen und lokalen vielleicht auch Persönlichkeiten. Und der andere kann sagen, so, hey, ich finde es spannend, was ihr macht und kann das auch wieder nutzen. Und wenn du jetzt zu deiner Frage, gibt es Vorbilder? Also ich weiß, dass es Leute gibt, die durchaus ein besseres und größeres Netzwerk haben. Ist das, kann ich mir das vorstellen? Weiß ich nicht. Also was machen die anders? Warum haben die so ein großes oder besseres Netzwerk? Was beobachtest du bei denen? Ich will nicht sagen, ob es besser ist, das weiß ich nicht, aber es gibt gewisse Personen, die einfach auch viel, viel besser sind im Thema vielleicht auch Netzwerken. Das heißt, die überlegen sich vielleicht sogar eine Struktur, einen Namen, eine Ablage oder wie auch immer, und wenn sie nur gedanklich ist. Aber ich weiß nicht, ob es besser ist. Ich bin nicht derjenige, der... Ich glaube, es geht nicht darum, ein sehr großes Netzwerk zu haben, sondern ein sehr kleines, dediziertes, dass man auch jemanden fragen kann. Und dann ist es eher das Thema Vertrauen. Lieber habe ich 5, die vielleicht wiederum jeder 5 kennt, wo ich aber sage, das ist ein Vertrauensverhältnis und da kann man sich auch treffen, als dass ich jetzt 20 habe, wo man dann selber als Vertriebler oder als Verkäufer, als Staubsaugervertreter daherkommt. Ja. Das heißt, das ist eher die Qualität, die da gut ist. Networking jetzt mal so ein bisschen ein Praxisbeispiel von dem, wie wir auch jetzt zusammengefunden haben. Wir haben uns bis vor 48 Stunden noch gar nicht gekannt. Und deswegen interessiert mich, Andreas, was ist der Grund dafür, dass du nicht abgelehnt hast, dass du gesagt hast, ich bin über den Kontakt, über den gemeinsamen, der mir nur eigentlich einen Teaser gegeben hat, dazu übergegangen, heute mir hier an einem Freitag wirklich viel Zeit einzuräumen. Es ist nicht so, dass du nichts zu tun hast, sondern es wird Gründe dafür geben. Also A, glaube ich, war das Intro gut. Das heißt, wenn andersrum gesagt, wenn jetzt unser gemeinsamer Kontakt dir einfach meine Nummer, meinen Namen, sage ich mal, über den Zaun geschmissen hätte, dann wäre es eher komisch. Das heißt, ein Stück weit ist es, glaube ich, erforderlich, dass derjenige, der den anderen kennt, auch sagt so, hey, ich hab da was, hast du nicht vielleicht Lust, Zeit, Bock, da mitzumachen. Das heißt, da ist es so, da ist dann wieder das Thema Vertrauen. Das heißt, ich vertraue dann auch meinem Kontakt, meinem Netzwerk, dass da auch der Kontext passt, weil wer würde das nicht passen, glaube ich, hätte dann hätte da schon der Cut stattgefunden. Dann, also nach diesem Intro, kann ich natürlich entscheiden und sagen, ja, finde ich das spannend, ich hatte einen One-Pager, ich hatte einen Link, ich kann mich kurz mal informieren. Das ist aber ein kurzer Blick drauf. Und dann habe ich einfach gesagt, so, ja, lass machen, warum? A, ich vertraue dem Kontakt, B, ich fand die Sache spannend, ist was Neues, kannte ich noch nicht. Und dann ist es ein Stück weit dieses so, passt Zeit und Raum. In dem Fall passt der Freitag, bin ich vor Ort. Und dann ist es, glaube ich, so der Lucky Punch, dass es dann eben dann passt. Und wenn dann diese Rahmenfaktoren passen, dann glaube ich, ist es ein Stück weit auch die Chemie,
Wir haben gechattet, dann habe ich gesagt, lass doch mal telefonieren, einfach mal um Fragen abzuwenden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Chemie passt, wenn wir beide den gleichen Kontakt haben, ist schon relativ hoch. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es dann auch das Thema, passt die Chemie auch wirklich? Also voll, ja. Schwätzen wir zusammen, telefonieren wir, du findest mich jetzt doof, keine Haare, Bart, Brille, komischer Typ, oder sagst du, Mensch, das kann durchaus funktionieren und kann vielleicht dann auch für deine Zuschauer interessant sein. Und ja, von dem her, es hat gepasst, es macht Spaß. Ich bereue es nicht und von dem her ist es doch ganz... Ist ja noch nicht online. Genau. Ist ja noch nicht online. Sind doch schöne Schlussworte. Andreas, ja, vielen, vielen Dank. Ist für mich auch immer noch mal wertvoll, in der Rückkopplung zu verstehen, was war der Grund dafür. Nicht nur, auch, also ich vergleiche es immer ein bisschen mit Vertrieb. Ja. Wenn ich da eine Zusage kriege, ist mir genauso wichtig, wie wenn ich eine Absage kriege, zu verstehen, was waren die Gründe dafür. Ja. Weil ich beim nächsten Mal einfach auch im Optimum einfach sagen kann, okay, das Argument, das ist das gewesen, was ich jetzt dreimal gehört habe, scheint sehr, sehr hohen Anteil daran zu haben, dass die Leute den nächsten Schritt mit mir gehen. Ja. Deswegen danke dafür und ich finde es sehr sinnbildlich, dass du auch nochmal gesagt hast, Netzwerk, wir haben im ersten Teil drüber gesprochen, eigentlich nur in direkter Beziehung, aber auch nochmal über die indirekte Beziehung von Kontakten, die man hat, ja, dass es da sehr wichtig ist. Und das habe ich getan im Grunde, am Montag oder Dienstag zu schreiben, hey, bin am Freitag in München, wer fällt dir spontan ein? Und der Juniorpartner schreibt zurück, hab da mal 3-4 Leuten geschrieben, das einfach auch dann vielleicht den Mut zu haben, zu sagen, sprich dein Netzwerk an und frag das, wie du es auch in der ersten Folge eigentlich schon sehr, sehr klar gemacht hast. Ja? Das heißt, an der Stelle seid ihr gefordert. Lasst mich bitte wissen, welcher Teil von der Folge euch am besten gefallen hat. Und wenn ihr so lange dran geblieben seid, gehe ich davon aus, dass ihr was mitnehmen konntet. Schreibt mir gerne eine Nachricht oder einen Kommentar hier bei YouTube. Nachricht gerade für die, die das Ganze als Podcast hören. Bei Instagram freue ich mich extrem drüber. Lese ich alles täglich, obwohl es immer mehr wird, mit sehr viel Freude. Deswegen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Consulting. Ciao. Tschüss.